So, herzlich willkommen zu einem neuen Lambo-Video. Wir sind heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden und sind jetzt angekommen in Frickenhausen bei Stuttgart. Und zwar, das Ganze ist mittlerweile ein Jahr her. Da habe ich in dem Video, wo ich euch die Ansaugbrücke vorgestellt habe für den Lambo, nach einer Firma gefragt, die uns die passende Einspritzgalerie drucken kann. Weil das Problem ist, das ist ein recht komplexes Teil. Eigentlich ist es nur ein kleines Teil, aber es ist relativ komplex in der Fertigung. Und deswegen kam Marcel auf die Idee, mach doch mal ein Video, frag mal nach einer Firma, die uns das Teil drucken könnte. Und so sind wir jetzt in Frickenhausen gelandet, bei der Firma Parare. Die hatten mich dann auf der Essen Motorshow besucht und haben gesagt, sie würden lieb gerne für uns diese Teile drucken. Und jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, weil diese Teile noch nachbearbeitet werden müssen und die Firma sich dafür gerade ein CNC-Bearbeitungszentrum angeschafft hat. Und jetzt soll alles soweit sein. Das heißt, ihr bekommt heute mal einen Einblick in eine komplett neue Technologie. Ich selber habe da ehrlich gesagt gar keine Ahnung von. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, wie man wirklich Metall drucken kann, weil diese Teile werden wirklich gedruckt. Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall cool. Ich hoffe, am Ende haben wir ein fertiges Produkt, was allerdings anschließend noch von Marcel verschweißt werden muss, weil der Motor hat ja zwei Einspritzgalerien, linke Seite, rechte Seite, jeweils für 5 Zylinder, das heißt mit 5 Einspritzventilen. Und diese ist eigentlich aus einem länglichen Edelstahlrohr, wo allerdings so kleine, ich sag jetzt mal, Verbindungsröhrchen rankommen, sodass die Einspritzgalerie eigentlich weiter weg ist vom Motor, weil unsere Ansaugbrücke dann doch ziemlich viel Platz wegnimmt und es wirklich, wirklich viel Kopfzerbrechen für Marcel war, diese Galerie so zu konstruieren. Aber ich würde sagen, genug geschwatzt, wir gehen einfach mal gucken. So, hier sind wir. Da steht schon 3D-Druck. Und genau deswegen sind wir ja auch hier. Hallo. Da kommt da schon der Matthias. Hi. Wir haben es geschafft. Super. Ich habe schon gesagt, wir sind um 4 Uhr morgens losgefahren. Ja, super. Weil es ist ja nicht ganz um die Ecke. Aber ich habe schon so ein bisschen angekündigt. Es wird sehr technologisch heute. Absolutes Neuland für uns. René und ich können uns beide nicht vorstellen, wie sowas gedruckt wird. Okay. Und wir sind gespannt. Klasse, ja. Dann hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann, wie man denn sowas auch drucken kann. Definitiv. Uns ist auch eben gerade nochmal aufgefallen, das ist mittlerweile ja schon ein Jahr her wieder. Ne? Echt? Ja, dass du letztes Jahr bei uns auf der Essen Motorshow warst. Plus davor das Video, ist jetzt genau wieder ein Jahr rum. Die Zeit vergeht. Ja. Verrückt. Echt ein Jahr? Okay, ja. Na gut. So, aber ich habe auch schon gesagt, dass ihr jetzt ein Bearbeitungszentrum habt und die Teile nachbearbeiten konntet und wir deswegen ein bisschen gewartet haben. Genau. Ja, jetzt kann es losgehen. Erzähl doch einfach mal einmal ganz kurz, was ihr macht, wer ihr seid, wie es dazu gekommen ist. Genau. Wir beschäftigen uns eigentlich grundsätzlich immer mit ein additiven Fertigungsverfahren. Also der Metall 3D-Druck, den wir uns jetzt heute ein bisschen mehr im Detail anschauen werden. Ist was halt, bedeutet additive Fertigungsverfahren? Grundsätzlich ist es ja kein subtraktives Verfahren. Also wir sind keine Zersparer in dem Sinne. Wir tragen nichts ab an Material, sondern wir generieren eigentlich was. Also ein generatives, additives Fertigungsverfahren. Mhm. Schicht für Schicht wachsen eben die Bauteile, was wir uns dann später draußen mal anschauen können. Mhm. Okay, verstehe. Okay, weiter im Text. Genau, also das ist bei uns der Kern. Das fängt halt schon bei der CAD-Datenerstellung an. Bei dir hatten wir jetzt die CAD-Daten. Mhm. Wir können die aber auch selbst erstellen. Entweder machen wir es mit einem Scan oder wir konstruieren halt eben neue Bauteile. Schlussendlich geht es immer durch diese additiven Fertigungsverfahren, ob Kunststoff oder Metall, und dann mit Zerspanung, mit Veredelung, mit Gleitschleifen, Wärmebehandlung eben weiter. Also immer der gesamte Prozessschritt bis zur Qualitätssicherung, bis zu einer Bemusterung bei Serienteilen beispielsweise. Das heißt, wir fangen ganz früh an beim CAD-Modell oder mit nichts quasi und enden dann bei der Qualitätssicherung bei uns im Haus. Mhm. Das Ganze ist ja noch so ein Markt, der gerade erst entsteht und wächst. Ja. Was ist das Coole an dem Ganzen, also das, was es so interessant für Firmen wie euch macht? Das Coole ist daran, dass wir eigentlich alles möglich machen können. Mhm. Und je komplexer es wird, das Bauteil oder der Beschaffungsprozess, also immer wenn Komplexität ins Spiel kommt, dann sind wir eigentlich gefragt. Mhm. Wenn wir irgendwo Lieferzeiten 3, 4, 5 Arbeitstage haben für Metallbauteile, für komplexe Teile oder halt eben Sachen machen wollen, die man anders nicht mehr herstellen kann, wie auch vielleicht ein Stück weit bei dir das der Fall war. Dass du was ausgedacht hast, was selber gebaut hast, was halt anders einfach nicht mehr herstellbar ist. Das heißt, man ist bei diesem Druckverfahren einfach deutlich flexibler und kann auch einfach schneller agieren. Ja, Schnelligkeit ist ein ganz großes Thema und eben neue Designfreiheit. Also Sachen möglich zu machen, die eben anders nicht mehr
herstellbar sind und dann halt eben dadurch auch Mehrwerte generiert, Leichtbau beispielsweise. Mhm. Also gerade das klassische Bauteil greift mal hinter mich, solche Geometrien zum Beispiel überhaupt möglich zu machen. Das ist halt anders nicht mehr herstellbar. Das sieht auf jeden Fall so spacig wie aus einem Alien-Film oder so aus. Ja, so in die Richtung geht's schon. In dem Fall ist eine Lenkanbindung für den Rennwagen, also Verbindung zwischen Rennfahrzeug und dem Lenkgestänge und halt eben so berechnet, so ausgelegt, dass nur da, wo Kräfte fließen oder Kräfte aufgenommen werden müssen, liegt halt eben Material und alles andere ist dann halt eben Luft und spart Gewicht. Okay, das heißt, wir reden hier nicht nur von der eigentlichen Fertigung, dem Druck, sondern auch von der eigentlichen kompletten Konstruktion, Berechnung und so weiter. Genau. Okay. Ja, mein Leichtbauherz geht da auf jeden Fall auf, wenn man das so in die Hand nimmt. Schön. Krass. Und auch wirklich krasse Form so. Ja, genau. Was hat das auf sich mit der Form? Das ist, ergibt sich eben aus der Berechnung. Also die Berechnung, der Input davon sind die Kräfteverhältnisse, also wie stützt sich der Fahrer auf, wo müsste das Teil Kräfte aufnehmen, eben bei einer Lenkbewegung oder bei einem Crash oder was auch immer. Das ist der Input für das Bauteil, wird dann eben berechnet, noch angepasst durch uns, dann natürlich auch durch die Brille durchgeschaut, wie ist es überhaupt noch fertigbar. Auch wir haben natürlich Restriktionen, wir können auch nicht alles machen, aber schon sehr vieles. Und dann sieht es eben am Ende so aus. Also das ist eigentlich kann man sagen, eine optimale Form. Genau, richtig. Ist dieser Leichtbaugedanke bei diesen Teilen deswegen, weil es unbedingt leicht sein soll oder weil es schneller zu fertigen ist? Sowohl als auch. Perfekt. Also das ist schon gut zusammengefasst. Auf der einen Seite ist natürlich der Leichtbaugedanke, der stand da im Fokus. Aber weil wir eben additiv aufbauen, das heißt schichtweise und nur da Material aufschweißen, wo wir es benötigen, wollen wir natürlich auch so wenig wie möglich Material aufschweißen, weil wir dadurch einfach schneller und günstiger werden. Mhm. Also das ist dann so ein zweiter Aspekt, der damit reinspielt. Nur um schon mal ganz grob vorab so ein bisschen zu zeigen, worum es heute geht. Wie lange braucht dieses Teil zum Drucken? Also da sprechen wir schon von Laufzeiten weit über einen Tag. Über einen Tag, ja. Okay. Also ist nicht so wie zu Hause DIN A4 schnell Rechnung ausdrucken. Funktioniert leider nicht. Genau. Okay. Richtig. Mhm. Cool. Das ist der ausschlaggebende Punkt, das wäre noch als Ergänzung, ist die Höhe. Also das Bauteil, ob man es liegend aufbaut oder stehend aufbaut, das ist eben unsere Expertise, das zu bewerten. Das ist heute der Applikationsingenieur. Generell immer, wenn es um 3D-Druck geht, der bewertet, wie kann ich das Bauteil aufbauen und das definiert dann eben die Höhe und das ist die Maschinenlaufzeit. Mhm. Das ist auch der Kostentreiber in der Technologie. Ich würde sagen, auf den eigentlichen Druck gehen wir später an dem, nennt man das Drucker, nennt man es Maschine? Drucker? Kann man Maschine, alles sagen. Maschine eigentlich. Ne? Nochmal drauf ein. Ich glaube, das ist cooler, wenn wir das direkt da zeigen. Ja, da sehen wir es dann auch ganz gut. Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal beachtlich hier. Genau, das ist Leichtbau. Und, das heißt, man kann euch theoretisch vorgeben, wir haben die Fläche und ihr konstruiert komplett alles dazwischen. Genau. Und am Ende ist auch noch leicht. Und wir haben die Kräfteverhältnisse eben noch. Das ist noch ein wichtiger Aspekt. Da würden mir natürlich so spontan so 50 bis 100 Teile an der Limo einfallen, die man da bestimmt nochmal nochmal ein bisschen ausfüllen leichter machen kann, so ungefähr. Ne? Genau. Ist hier anschließend nochmal irgendwie eine Art ein Prüfverfahren notwendig oder kann man wirklich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass dieses Teil mit den Anforderungen nicht brechen wird und so weiter? Ja, also sowohl als auch. Auf der einen Seite ist es wirklich ein verlässliches Verfahren heute, Stand 2019. Wir haben aber natürlich auch gerade im Automotive-Umfeld oder auch bei Nutzfahrzeugen haben wir natürlich noch gewisse Prüfschritte. Mhm. Das kann man über zusätzliche Prüfkörper beispielsweise den Prozess absichern, auch für Rückstellproben beispielsweise. Zu Teilen werden aber auch die Bauteile direkt nochmal geprüft, gehen auf Prüfstände, werden nochmal durchleuchtet. Also alle Verfahren, die da so gängig sind, können bei unseren Bauteilen halt eben auch angewandt werden. Wie ist das, wo du gerade durchleuchten sagst, Gussqualität oder ich sage jetzt mal geschiedete Qualität gegenüber Druckqualität? Ja, also grundsätzlich im Jahr voll belastbar. Das heißt, wenn du zum Beispiel den Guss, das ist ein Aluminiumbauteil, Alu-Gussverfahren, dem gegenüberstellst, haben wir eine höhere Dichte. Also von den mechanischen Eigenschaften liegen wir drüber. Und unser Ziel ist es auch bei Parara, weil wir relativ viel Alu-Guss-Prototypen auch machen, eigentlich das bewusst zu schwächen. Wir haben eigentlich das Interesse, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ah, okay. Also wir sind cool. Von den Eigenschaften her vollwertig. Krass. Also es ist wirklich ein vollwertiges Teil, kann man sagen. Ja. Genau. Und noch besser und leichter. Richtig, was wir herausfinden werden. Das ist zum Beispiel so ein Bauteil, das ich dir noch zeigen wollte, wenn es um Designfreiheit und neue Möglichkeiten geht. Das ist jetzt ein Gehäuse für den Elektromotor. Das ist ja genau meine Baustelle. Ja, genau dein Thema, in aller Munde natürlich gerade. Und da ging es halt eben darum, das Gehäuse und den Kühlkanal fest miteinander zu verschmelzen. Das ist eigentlich eins. Also der Kühlkanal ist das Gehäuse quasi. Ah, okay. Also das Wasser ist nicht hier drin, sondern das fließt wirklich durch diesen Ring hier. Genau, richtig. Das ist der Kanal. Und das eben als monolithisches Bauteil, nicht mehrstufig aufgebaut, sondern auch da eben dieser schichtweise Aufbau. Mhm. Am Ende haben wir noch ein paar Flächen, die zerspannt werden und ist das Bauteil fertig. Das heißt, mit herkömmlichen Verfahren hätte man es wahrscheinlich auf jeden Fall zweiteilig mindestens genau. machen müssen, ne? Ja.
Das heißt, man hätte es wieder irgendwie verbinden müssen, bräuchte zwei Formen und so weiter, ne? Richtig, genau. Auf jeden Fall mehr Schnittstellen. Und da hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, noch ganz andere Sachen mit einfließen zu lassen. Also wir können die Wandstärke frei definieren zum Beispiel. Also das, was du mit Stauchen beim Biegen zum Beispiel hast. Wenn du was biegst, ist das okay, außen wird es dünner, innen wird es gestaucht. Wir können es eigentlich invertieren, weil wir halt frei im CAD-Modell definieren können, wie sollen die Wandstärken aussehen. Das sind eben solche Besonderheiten. Gibt es irgendwas, was ihr nicht könnt? Gibt es irgendwas, was wir nicht können? Fangfrage. Ja, bestimmt. Nein, also irgendwas, wo man selbst so an seine Grenzen kommt. Ja, also das Thema ist zum Beispiel Maschinengröße. Unsere Anlagen haben eine überschaubare Größe, auch gerade für Automobilkomponenten. Das ist das, was wir nicht können. Also ein Meter auf einen Meter oder ein ganzes Fahrzeug drucken. Ganzen Motorblock, ja, kommt auf dein Auto an. RC-Modell, kein Problem. Bei der Limo wird schon schwierig. Oder halt eben auch beim Lambo, das sind einfach Dimensionen, die sind da nicht abbildbar. Und das ist auch nicht sinnvoll, weil es einfach zu viel Volumen ohne Funktion ist. Ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Mich reizt es jetzt mal, das Ganze zu sehen. Gehen wir mal gucken. Gerne. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in dem Raum, wo alles anfängt und alles endet, im 3D-Scan-Raum bei uns. Das heißt, hier können wir uns CAD-Daten eben von bestehenden Bauteilen holen, beispielsweise bei Ersatzteilen, bei kaputten Teilen. Die können wir einscannen und dann haben wir eine Datenbasis, mit der wir dann eben reparieren können oder mit der wir dann auch in den Druck und in die Weiterentwicklung gehen können. Und damit endet der meiste Prozess eben auch mit einem Soll-Ist-Abgleich nach dem Druckprozess, also eine optische Vermessung. Ich kenne das ja von früher noch so, da hat man das eigentlich noch mit dem Taster so alles vermessen. Ja. Genau. Das ist aber nicht mehr zeitgenössisch, jetzt macht man das voll optisch. Doch, ist immer noch zeitgenössisch. Ist ein weiteres Verfahren, beispielsweise jetzt im Motorraum. Wenn du zum Beispiel irgendwas anpassen willst, dann kannst du mit so einem Handgerät reingehen und kannst diese Störenkonturen rausholen. Bei uns geht es halt hier um höher auflösende Sachen. Ah, okay. Und da unterscheiden sich die Geräte auch. Höher auflösend heißt, wie genau ist das? Das ist schon ziemlich genau. Also das Punktenetz ist irgendwo im Mühbereich, liegen die einzelnen Punkte, die er misst. Also das ist schon eine gute Full-HD-Auflösung hier. Das heißt, wir haben hier eine Kamera? Genau. Da mein Zylinderkopf, weil man weiß ja nie, was man da nochmal so mitmachen kann, wenn der mal einmal als Modell da ist. Genau, richtig, den haben wir mal hingelegt. Könnte man den drucken oder ist er schon zu groß? Den könnte man auf großen Anlagen noch drucken. Aber euch nicht? Bei uns nicht, genau. Wir haben hier eine mittelgroße Anlage, die schauen wir uns gleich an. Es gibt größere Anlagen und da würde es von den Abmaßen her, würde das Teil da, sage ich mal, gerade so reingequetscht kriegen. Kann eine große Anlage auch schneller drucken oder kann die nur größer drucken? Die kann nur größer drucken, da haben wir den Vorteil, dass wir gegebenenfalls mehr Laser haben noch, also die Laseranzahl, dadurch wird es gegebenenfalls schneller. Das heißt, die würde an so einem Zylinderkopf wahrscheinlich mindestens eine Woche durchdrucken oder so? In Alu nicht ganz, aber es würden auf jeden Fall Tage, würde das Teil laufen. Okay. Ja. Krass. So, also falls Kunde XY ankommt und möchte einfach einen Teil, ich sag jetzt mal vorsichtig, nachgebaut haben oder möchte einen Teil passen zu dem ersten Teil, könnt ihr es hier einfach draufstellen, ein paar Fotos knipsen. Genau. Und schon habt ihr zwar nicht das Modell, aber zumindest schon mal eine optische Ansicht. Ne? Richtig, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Seite nehmen und die Anforderung wäre jetzt, du möchtest den passenden Krümmer von uns haben oder einen Krümmer Flansch beispielsweise aus Inconel, den wir für dich drucken sollen, dann könnten wir uns hier das Bild holen. Also wir könnten hier über einen Scan, wir können das gerade mal kurz testen, beziehungsweise mal starten. Also er misst jetzt über einen Raster, ein optisches Raster wird drüber gelegt, die Kamera nimmt das auf, filmt das, wie dieses Raster drüber läuft, dann verarbeitet der Rechner das und diesen Ausschnitt von dem Bauteil kriegen wir dann eben digitalisiert. Und hier sieht man schon, wir haben mal zwei, drei Schüsse vorher gemacht von dem Gesamtbauteil und jetzt eine Ecke gerade aufgenommen mit dem Logo die Ecke und so müsste man es eben Stückchen für Stückchen vervollständigen, das Bauteil. Wie viele Aufnahmen sind das, bis es so ist? Das sind so ungefähr 15 bis 20 Aufnahmen. Okay. Also um dir auch da ein Gefühl zu geben, so ein Bauteil abzuscannen, wenn hier einer Vollzeit steht, dauert schon aber auch 2 Stunden, dass man wirklich alles hat. Und was kann man mit der Ansicht dann alles machen mit dem Modell? Mit dem Modell kann man erstmal noch nicht viel machen, aber wir können da jetzt in eine Flächenrückführung gehen. Das heißt, okay. das ist die Punktewolke sozusagen, die wir das System aufgenommen hat. Und der Konstrukteur kann jetzt hergehen und da würde ich ein CAD-Modell draus machen und das dann schlussendlich auch manipulierbar machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte gerne 2 Zylinder mehr, das ist nicht ganz so einfach, aber dann kann man das eben manipulieren und weiterentwickeln. Ja. Okay, cool. Verstehe. Aber es ist schon noch richtig Nachbearbeitung am Ende, bis da irgendwas rauskommt. Ja. Und du sagtest, es endet auch alles hier? Genau, richtig. Wenn wir jetzt ein fertiges Bauteil haben, dann kommt das in der Regel hier auch nochmal rein für eine Vermessung. Also für eine optische Vermessung gegenüber CAD-Modell, um zu schauen, okay, ob alles passt. Genau, passt das Teil auch wirklich. Cool. Ja, kurz und knapp würde ich sagen. Dann geht's weiter. Wie geht's weiter? Jetzt gehen wir raus in die Fertigung und schauen mal, hier beginnt ja alles mit der Aufbereitung am PC. Geht es dann in die Maschine, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Maschine mal an. Noch guter Punkt. Ja, das heißt, in dem Fall mussten wir fast nichts aufarbeiten. Wie vollwertig habt ihr die Daten von Marcel bekommen?
Schon sehr vollwertig. Also Marcel kennt schon auch das Verfahren. Der weiß schon, wie manche Radien auszulegen sind, wie die Geometrien sein sollten. Und da haben wir einfach nochmal drauf geschaut, haben gesagt, Mensch, du, können wir den Radius nicht ändern? Können wir das Bauteil ein bisschen anders anwinkeln? Dann tun wir uns leichter mit dem Druck. Haben die Aufmaße abgesprochen, hat uns eine Zeichnung mitgeschickt für die Zerspannung. Und gesagt, okay, auf der und der Fläche würden wir das dann Aufmaß drauf machen, um zu zersparen. Passt das für dich? Ist das so in Ordnung? Und dann haben wir ihm die Aufmaße drauf gemacht und sind dann in die Fertigung gegangen. Weil damals war ja noch gar nicht klar, dass ihr das auch alles zersparen könnt am Ende. Genau, richtig, ja. Das ist ja dann doch wieder alles anders gekommen als eigentlich geplant. Ein Jahr, da vergeht viel Zeit. Ja, cool. Also Marcel, einen guten Job gemacht. Vielen Dank nochmal. Und jetzt geht's weiter. Super. Gehen wir hier rein. Da würde ich euch jetzt auch gleich an Sven übergeben sozusagen. Der erklärt euch nochmal ganz genau, wie ist die Jobaufbereitung, wie kommen die CAD-Daten dann in die Maschine. Mhm. Wie sieht es da aus, bevor man es dann auf der Maschine live sieht. Okay, machen wir das. So, jetzt geht's weiter mit Sven. Hi Philipp. Sehe, wir kriegen jetzt erstmal eine kleine, wie in der Schule früher, eine kleine PowerPoint-Präsentation hier. So ungefähr, genau. ja, ich möchte ganz gerne mal zeigen, wie das bei uns abläuft. Mhm. Im Bereich Arbeitsvorbereitung, da schauen wir uns jetzt einfach mal deinen Teil an. Mhm. Das Interessante bei dem Verfahren ist ja das, dass wir einen direkten Herstellungsprozess haben. Das heißt, wir brauchen keine Werkzeuge, wir brauchen keine Formen. Wir können direkt auf CAD-Datenbasis produzieren. Wir haben deine Düse quasi hier im CAD schon mal vorgeladen. Also für alle, die jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand sind, das ist das Verbindungsstück zwischen der späteren eigentlichen Einspritzgalerie, die einfach nur so ein dezentes Edelstahlröhrchen wird. Und wir müssen halt mit ein bisschen Abstand zur Düse kommen und genau um die Teile geht es jetzt hier gerade. Genau, richtig, ja. Die laden wir also sozusagen in unsere Software, den CAD-Datensatz ein. Was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist quasi die schematische Darstellung von dem Bauraum, auf dem quasi das Teil dann später gefertigt wird. Wir müssen uns überlegen, wie drehen wir dieses Bauteil hier rein, dass wir es später optimal eben schichtweise von unten nach oben aufbauen können. Das heißt, da sieht man jetzt auch schon so grob so ein bisschen, was der Drucker von der Größe her drucken kann. Die Maschine drucken kann, habe ich ja gelernt. Genau, richtig. Also wir sehen hier jetzt im Bauraum, was die Standardgröße in diesem Feld ist. Das sind 280 x 280 mm in der Grundfläche und 365 mm in der Höhe. Und in diesem Raum können wir quasi unterschiedlichste Bauteile auf unterschiedlichste Art und Weise eben platzieren und dann simultan von unten nach oben auch gleichzeitig aufbauen. Um die Wärme später abzuführen, also das Ganze wird ja mit einem Laser aufgeschmolzen, das Material, müssen wir irgendwo eine Anbindung schaffen zwischen der Grundplatte, die in der Anlage montiert wird, und eben dem späteren Bauteil. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Das heißt, wenn wir uns nachher anschauen, wenn wir jetzt hier beispielsweise 20 von deinen Bauteilen auf diesem Bauraum orientieren, haben wir hier blau dargestellt die sogenannten Stützstrukturen. Stützstrukturen werden aus genau dem gleichen Material aufgebaut, nur eben schlechter belichtet sozusagen, dass eben eine poröse Struktur entsteht, die sich im Nachhinein dann leicht wieder entfernen lässt. Und wenn wir uns das Ganze ausschauen, was passiert nachher in der Maschine? Es passiert eigentlich nichts anderes, als dass wir Schicht für Schicht Metallpulver mit Hilfe von einem Laser aufschmelzen, verschweißen und diese Bauteile dann so quasi von unten nach oben wachsen lassen. Also das ist wirklich ganz feines Pulver, was wirklich durch den Laser einfach schmilzt und Schicht für Schicht. Genau. Wie dick ist so eine Schicht? Die Standardschicht hat 50 Mikrometer, also 0,05 Millimeter. Wir können noch etwas darunter gehen, 30 μ, oder wir können etwas höher gehen im Aluminiumbereich bis zu 100 μ. Bedeutet, Oberfläche wird etwas rauer, Prozess geht aber deutlich schneller, Bauteile werden günstiger, da muss man eben immer schauen. Aber das ist ja wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig, was jedes Mal da immer aufgetragen wird. Genau, ja. Das Pulver ist extrem fließfähig, das ist natürlich ganz wichtig. Also wir müssen eine 50 Mikrometer Schicht über eine Länge von 300 Millimeter auftragen können. Das heißt, das Pulver verhält sich eher wie Wasser, ist also extrem fließfähig und wird dann eben mit Hilfe von einem Laser vollflächig aufgeschweißt, aufgeschmolzen. Wie groß sind die Oberflächentemperaturen dann während des Vorgangs, wenn das da geschweißt wird? Ganz unterschiedlich. Kommt aufs Material. Kommt aufs Material. Genau. Okay. Also Alu schmilzt bei einer anderen Temperatur wie Stahl. Je nachdem geben wir mehr Power sozusagen im Laser. Und aber man ist im Bereich von der Schmelztemperatur in dem Moment. Genau. Nicht also irgendwie weit drüber, damit es schneller geht oder irgendwie sowas. Nee, man ist in dem Bereich. Also wir bringen das völlig in die flüssige Phase sozusagen und das erstarrt dann im Nachhinein wieder. Wie kommt es, dass die jetzt, ich sag jetzt mal, schräg stehen und nicht einfach alle gerade mit dem Fuß auf dem Boden sind? Das kommt daher, dass wir gewisse
verfahrensspezifische Besonderheiten eben berücksichtigen müssen. Das heißt, wir müssen die Winkel im Auge behalten, in der wir Material aufschmelzen. Man kann sich das vorstellen, wenn wir das Ganze schichtweise machen, dann entsteht ein sogenannter Treppenstufeneffekt. Umso flacher so ein Bauteil zu der Platte steht, umso größer werden die Treppenstufen. Das führt zu einer unschönen Oberfläche, führt eventuell auch dazu, dass die Wärme einfach nicht mehr ausreichend gut abgeführt werden kann. Und das sind so Dinge, die wir hier in der Arbeitsvorbereitung entsprechend für jedes Bauteil dann spezifisch anpassen müssen. Das heißt, anstatt es gerade hinzustellen, kippt ihr es ein bisschen so, um die beiden Winkel so ein bisschen gegeneinander wieder auszuspielen. Genau, richtig. Ja. Okay, cool. Ihr könntet das Teil jetzt auch flach zum Beispiel auf die Platte drauflegen, hätten dann aber eben sehr, sehr viele Stützstrukturen auf der Unterseite. Mhm. Das heißt, der Nachbearbeitungsaufwand wäre sehr hoch. Und so gilt es halt für uns immer, ich sag mal, für jedes Teil die perfekte Orientierung dann zu finden. Wie lange gibt es dieses Druckverfahren schon? Also das Verfahren wird, sage ich mal, schon relativ lange entwickelt, also relativ, würde ich mal sagen, so um die 10 Jahre. Mhm. Dass wir aber auf dem Standard sind, was Bauteilqualität, was Genauigkeit und so weiter angeht, da sind wir so seit 4-5 Jahren auf dem Level, dass wir wirklich industrielle Produkte herstellen können. Mhm. Ja, extrem cool wäre jetzt, wenn man hier einfach auf Drucken klickt und das Teil gleich dann einfach so ungefähr würde. Machen wir das, ja. Das Rausfallen dauert halt so ein bisschen was, aber im Endeffekt, wir versehen jetzt hier die Teile noch mit unserer eigenen Parametrik. Das heißt, wir sagen der Maschine draußen, wie schnell fährt der Laser, mit wie viel Watt soll gearbeitet werden. Das Ganze wird in Schichten geschnitten, auf die Maschine transferiert und die weiß dann ganz genau in jeder Schicht, was wir machen. Das heißt, es ist schon extrem entscheidend, wie am Ende gedruckt wird für das Teil von der Qualität her und so weiter. Definitiv, ja. Also wenn wir zu viel, zu wenig Leistung haben, den Laser zu schnell fahren, dann führt es immer dazu, dass wir Gefügefehler haben, dass wir eine poröse Struktur haben, heißt das Bauteil hält nichts aus, ist nicht gasdicht, hat einfach eine schlechte Qualität. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich noch ein relativ einfaches Teil wahrscheinlich für euch ist, ne? Ja, ja. Also da ist jetzt keine große Herausforderung dran. Da gibt es schon deutlich schwierigere Teile, wo wir eben große Volumenunterschiede haben, wo man einfach genau darauf achten muss, wie stelle ich das rein, um nicht zu viel Temperatur eben in den Prozess zu bekommen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr direkt 20 Stück da drauf macht. Dann habe ich ein bisschen Reserve. Ist das für die Ersatzteillager, genau. Angenommen, wir würden jetzt wirklich 20 Stück drucken, wie lange würde das dauern? Weil ich glaube, die Zuschauer, die brauchen noch so ein bisschen Gefühl dafür, dass es halt eben keine Tinte ist. Ja, also bei der Bauteilgröße und in dem Material, also wir haben das für dich ja in einem 316L, ganz klassischen Edelstahl hergestellt, da sind wir hier bei einer Laufzeit von ungefähr 13, 14 Stunden für die Teile. Krass, okay. Prozess ist aber hochautomatisiert, das heißt, wir könnten es heute Nachmittag anschmeißen und morgen früh werden die Teile dann fertig. Ja, genau. Cool. Ja, wir haben natürlich schon ein bisschen im Voraus gearbeitet und haben schon was gedruckt, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Genau, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an der Maschine an. So, hier seht ihr jetzt diesen nicht ganz so handelsüblichen Drucker. Wie lange habt ihr den schon? Wie lange macht ihr das schon? Also hier an dem Standort oder in der Formation als Parade machen wir es seit 2 Jahren jetzt. 2 Jahre. Genau. Ja. Der ist für Metall und der ist für Kunststoff. Richtig, genau. Okay. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem. Ja. Das heißt, da drin wird eigentlich gedruckt bzw. geschweißt. Genau, richtig. Ja. Wir haben hier unsere Prozesskammer sozusagen. Das Ganze wird auch mit Argon geflutet. Das heißt, hier in der Prozesskammer selber darf kein Sauerstoff sein, einfach um eine gewisse Schweißumgebung hier sicherzustellen. Und dann machen wir eigentlich nichts anderes, als mit Hilfe von 2 Faserlasern, in dem Fall über eine optische Bank, Metallpulver schichtweise aufzuschmelzen. Ah, okay. Das heißt, da unten liegt jetzt schon unser eigentliches Metall drin. Genau, das ist unsere erste Schicht, die auf dieser Trägerplatte schon aufgetragen wurde. Wenn wir die Maschine jetzt gleich starten, wird quasi im ersten Schritt diese erste Pulverschicht mit der Platte fest verschweißt. Dann senkt sich die Platte stückchenweise ab um die Höhe der Schichtstärke und wir schweißen eben die einzelnen Schichten vollflächig zusammen. Wenn die Platte immer weiter absenkt, bleibt das aber alles voll mit dem Material? Genau, richtig. Ja. Okay. Und am Ende geht das ganze Material weg und es bleibt nur das Teil mit der Stützschicht. Richtig, genau. Am Ende fahren wir die Platte nach oben, packen das Ganze aus dem Pulverkuchen sozusagen aus und haben dann unsere Teile fest auf der Platte verschweißt. Kann man das dann wiederverwenden, das Pulver, oder ist das dann? Genau. Okay. Pulver wird gesiebt im Nachhinein, das heißt, es kann sein, dass durch das Schweißen kleinere Spratzer oder so das Pulver verunreinigen. Das wird gesiebt und dann wird aber, sag mal, 97% davon wiederverwendet. Okay, cool. Ja, dann Action, würde ich sagen. Ja, legen wir mal los.
drücken hier auf Start und sehen dann, jetzt quasi hier zwei Laser gleichzeitig arbeiten, erst die Kontur der jeweiligen Schicht umfahren und dann eben den Solid-Bereich in der Mitte vollflächig aufschweißen. Mhm. Das, was jetzt um den eigentlichen Brand, sage ich jetzt mal, so ein bisschen sieht aus, als wenn es so ein bisschen spritzen würde oder so. Was ist das? Das ist einfach, das sind Spratzer, die beim Schweißen entstehen. Es findet auch in der Prozesskammer selber ein sogenannter Laminarflow statt. Mhm. Das heißt, von der rechten zur linken Seite wird kontinuierlich Gas durchgedrückt, mhm, durch diesen Raum. Ah, okay. Und dafür sorgt, dass diese Spratzer nach links in die Filter abgetragen werden. Und Argon wieder quasi als Schutzgas, um überhaupt diese, ich sag jetzt mal, kontrollierte, saubere Verbrennung hinzukriegen. Genau, richtig. Es sieht eigentlich schnell aus, ne? Aber klar, wenn er natürlich nur diese Mikrometer da aufträgt, dann dauert es natürlich am Ende. Ja, es sind jetzt in deinem Fall für die Teile sind es 1550 Schichten, die wir aufschmelzen müssen. Es ist natürlich jetzt natürlich wenig Volumen, das heißt, es geht auch relativ schnell. Mhm. Wenn wir hier große Bauteile aufschmelzen, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Okay, jetzt sieht man auch schön, der schweißt also wirklich einmal die Kontur außenrum und füllt es dann auf. Genau, richtig. Das ist eine Belichtungsstrategie, wie man das eben machen kann. Sorgt einfach so ein bisschen dafür, dass eine Art Bande gebildet wird und dann wird in der Mitte das Pulver im Nachhinein aufgeschmolzen. Mhm. Auch jeweils, wenn die Laser fertig sind, das Material aufzuschmelzen, senkt sich die Plattform wieder um diese 50 Mikrometer ab. Das ist nur so wenig, dass man das eigentlich gar nicht sieht. Gar nicht sieht, ja. Und der Beschichter trägt dann eben wieder eine neue Pulverschicht auf. Mhm. Und zieht es einmal glatt, dass es die richtige Höhe hat. Genau. Wie hoch ist hier so die Ausschussrate? Wie oft kann da bei so einem Druck was schief gehen? Also am Anfang natürlich sehr, sehr oft. Ich selber für meinen Teil mache das Ganze jetzt schon seit 6 Jahren. Wenn man sich das überlegt, die Lernkurve am Anfang ist schon extrem. Jedes Bauteil sieht anders aus. Die Anbindung muss jedes Mal individuell gemacht werden. Parametrik muss gegebenenfalls angepasst werden. Ich sag mal, wir haben das jetzt wirklich im Griff. Bei uns funktioniert das Ganze. Aber ich sag mal, am Anfang ist es schon, man zahlt viel Lehrgeld. Das heißt, wenn wir 20 Stück drucken, sind alle okay? Ja. Wenn wir keine Fehler machen, ja, sind alle okay. Wenn das Pulver nicht ausgeht, mittendrin. Genau, ja, auch sowas gibt es natürlich mal. Nee, aber im Regelfall, wenn wir keine Fehler machen, dann sind alle Bauteile so, wie sie sein sollen. Okay, ja, cool. Ja, kann man leider nicht allzu viel sehen. Ging das, René? Konnte man ein bisschen was sehen? Ja. Sehr gut. Können wir die weiterlaufen lassen und gehen zur Endbearbeitung? Gerne, ja. Dann können wir nämlich ganz am Ende vielleicht einmal gucken, ob das Ding druckt. Ja, machen wir. Der Moment der Wahrheit, wir haben tatsächlich unser gedrucktes Teil in der Hand. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Sieht erstmal witzig aus, ja. Okay, das sind also die, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Stützstrukturen. Genau. Wie kommt es, dass hier zwischen keine benötigt wird? Einfach, weil wir hier diese Überhangswinkel, über die wir es gerade gesprochen hatten, nicht unterschreiten. Ah, okay, verstehe. Das heißt, dieses Plateau hier oben ist nahezu rechtwinklig zur Bauplattform, wenn ich mir das da unten vorstelle. Das heißt, hier müssen wir unterbauen, hier müssen wir dafür sorgen, dass die Wärme extra abgeführt werden kann. Geht es da wirklich um die Wärmeabfuhr oder geht es dabei darum, dass es auch einfach nicht hält, abfällt, umfällt, wie auch immer? Sowohl als auch. Also sowohl als auch. Das Pulver hat keine extrem stützende Funktion. Ja. Das Hauptthema ist aber das, dass das Pulver auch isoliert und die Wärme nicht abgeführt werden kann. Das heißt, wenn ein Hitzestau entsteht, schmilzt es einfach unkontrolliert auf und es kommt nicht das dabei raus, was wir eigentlich haben möchten. Okay. Ja, passt. Und diese Stützstruktur ist natürlich maximal, ich sag jetzt mal, einfach und leicht gedruckt, ne? Genau. Dass es da auch wirklich möglichst schnell geht, ne? Genau. Die soll möglichst wenig Zeit in Anspruch nehmen, soll sich danach auch möglichst gut entfernen lassen. Das heißt, die wird mit einem separaten Parameter dann aufgeschmolzen. Du siehst es auch, das lässt sich relativ leicht und gut dann im Nachhinein entfernen. Ist im Edelstahl natürlich noch ein bisschen schwerer als beispielsweise in Aluminium. Genau. Okay, cool. Wie geht's weiter mit dem Teil dann? Die Stützen werden entfernt, das Ganze wird händisch verschliffen, einfach dass es sauber aussieht. Mhm. Also das ist wirklich noch richtige Handarbeit. Genau, ja. Also wir haben auf der einen Seite Hightech, Laser, Aufschmelzen, auf der anderen Seite noch wirkliche Handarbeit. Mhm. So sieht das Teil dann aus, wenn die Jungs damit fertig sind. Mhm. Wir haben das Ganze hier auf der Seite, wo wir gesagt haben, okay, hier brauchen wir noch eine spannende Nachbearbeitung im Anschluss.
haben wir ein Aufmaß. Genau, an der Stelle kommt nämlich später die Einspritzdüse rein. Mit O-Ring muss abdichten, sind 6-7 Bar Kraftstoffdruck hinter. Deswegen muss die Oberfläche wahrscheinlich besonders rund und schön sein. Ne? Ja. Ja. Und dafür habt ihr diese dezente Fräse. Unter anderem, wir machen auch klassische Frästeile, aber natürlich ein Großteil ist auch Bearbeitung von unseren gedruckten Bauteilen. Um diese Teile einfach nachzubearbeiten, dass sie dann so aussehen. Genau. Cool. Wir haben hier jetzt natürlich immer die Herausforderung, wir haben sehr komplexe Bauteile, wir haben eher kleinere Stückzahlen, das heißt für uns stellt sich immer die Frage, wie kann das Ganze gespannt werden. Wir sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir auch Kunststoff verarbeiten im 3D-Druck. Das heißt, wir können oft auf solche Lösungen zurückgreifen, wie wir es jetzt hier beispielsweise sehen. Das heißt, wir produzieren uns einen Einsatz für unseren Schraubstoff aus Kunststoff, der eben genau auf dieses Teil ausgelegt wurde. Legen da das Teil ein, spannen den Schraubstock zusammen, fahren das Teil an. Die Master-Version vom Schraubstock, wo das Ding perfekt drin ist. Genau, das ist quasi der perfekte Backen für dieses Bauteil. Und so mit Schwingung und so weiter ist auch alles egal. Das ist wirklich so, ich sage jetzt mal fest, das Kunststoff, dass das Teil da fest drin ist. In dem Fall lässt sich das wunderbar so machen, genau. Ja. Okay, das macht es natürlich für sowas extrem einfach, weil wenn man sich jetzt wieder wen suchen müsste, der dir das Teil wieder fräst oder ähnliches, ne, ja, da ist es natürlich schon einfacher, einen Drucker weiterzugehen und mal kurz ein bisschen Kunststoff zu holen. Genau, und so verbinden wir wirklich alle Technologien, die wir haben, und kommen dann zu einem perfekten Ergebnis. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hoffe, so wie du es dir vorgestellt hast. Nee, das sieht schon, also das sieht schon. Da gibt es nämlich gleich noch eine kleine Feinheit, die ich mir überlegt habe, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, wie eine gefräst wird. Ja. Und dann geht's weiter. Jetzt gibt es erstmal nochmal eine kleine Anekdote. Ich hatte früher diese kleinen Käppchen nicht auf dem Einspritzventil und hatte dadurch einen Motorschaden und leider ein Komplettkapital, weil der andere Filter, den es original vom Düsenhersteller gibt, der sitzt so rum drin und ist viel, viel kleiner. Das heißt, alles, was an Dreck reingespült wird, verstopft den Filter. Und ja, dann war halt Düse verstopft, aber nicht 100% verstopft, sondern nur 90% verstopft. So, das heißt, er lief noch, aber es kam nicht nur ein Sprit durch und dann war halt ein Zylinderkernschrott. Okay. Da ist alles weggeschmolzen. Und deswegen haben wir ja gleich diese kleine Phase hier reingemacht, die ihr gerade so schön da rein gefräst habt. Und da passt jetzt wirklich extrem cool dieses Käppchen rein. So soll es aussehen. Und das flutscht da sogar so gut rein, das ist ein Traum. Und egal wie, wo was jetzt passiert, wenn da doch mal direkt durchgeht, bleibt das auf jeden Fall im Vorraum in dem Filter hängen. Und ich bin happy. Also was mich als allererstes schon mal überzeugt ist, wie schön das hier rangeht. Ne? Das ist ja jeder, der das später schweißen oder löten muss, wird da mehr als happy sein. Gute Laune kriegen. Auf jeden Fall. Ja, das definitiv. Also da wird Marcel ausrasten. Soll ich dir mal anleihen? Ja, genau so war das geplant, muss das und fertig. Das Ganze sieht jetzt so aus, als wenn hier so viel Platz war, ist aber nicht. Wenn man hier den Zylinderkopf vorschraubt, ist das schon ganz schön eng. Also bis hier steht komplett der Zylinderkopf und da wäre es unmöglich gewesen, noch etwas durchzufriemeln. Cool. Sehr gut, bist du zufrieden, wie es aussieht? Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Alleine, wir haben eine Lösung. Es ist nur noch ein bisschen schweißen und es sieht auch noch irgendwie geil aus, finde ich. Sieht irgendwie so in den Bauraum reingebaut aus, ne? Mit diesen Verlängerungen. Ist ja schon irgendwie cool. Und jetzt weiß ich es noch, das Problem war, das Ganze muss später montiert werden können. Das war auch noch ein Riesenproblem. Und durch diese Ausleger, dadurch, dass die Rail eigentlich außerhalb ist, können wir die jetzt von oben einfach so auf die 5 Düsen stecken und fertig. Das wäre auch noch ein Riesenproblem gewesen, wenn die Rail hier unten drin ist, dass man die später keine Chance hat, da auch noch reinzukriegen. Weil man schon ja öfter in die Düsen mal ran muss. Ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das war mal jede Menge Technik. Wir haben mal was ganz Neues vorgestellt. Ich bin mir 100% sicher, es war nicht das letzte Mal hier, weil René und ich werden garantiert so viele bekloppte Ideen auf dem Rückweg noch kurz durchsprechen, weil ich erziehe René zum Techniker. Sehr gut. Dass wir da auf jeden Fall noch was machen können. Ja, sehr gern. Wenn du wieder eine verrückte Idee hast,
Hat Spaß gemacht, hab was gelernt und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und bis dann auch. Ciao. Ciao. Jetzt hätten wir fast unsere Teile im Drucker vergessen. Wir gucken jetzt mal einmal kurz, wie viel wir in der letzten Halbstunde gedruckt haben. Genau.